Hallo zum zweiten Teil für unser Molartäschchen. Ihr habt es jetzt im ersten Teil gesehen, wie man eine Papiermola macht, gell, wie man einen Entwurf macht und dann die zwei Lagen ausschneidet, auf eine dritte Lage drauf gibt und dann, so habt ihr dann euren Entwurf. Das haben wir genau besprochen. Dazu möchte ich noch sagen, da ist jetzt der Entwurf, den ich machen möchte. Das ist ganz schwer, mit irgendeiner großen Schere so zum Beispiel auszuschneiden. Das wird dann nicht schön werden. Ihr braucht dazu eine kleine, feine Schere und ganz gut wird auch so ein Skalpell gehen. Ja, zeige euch das. Ihr könnt es so nehmen wie ein Bleistift und da eurer Linie nachfahren. So. Bin da ganz ein bisschen schief, egal. Und weg damit. Okay. Ihr sucht euch jetzt drei Lagen vom Filz aus. Ich habe jetzt da diese drei. Ich habe jetzt unten grau, grün und rot. Ich will jetzt, also ihr müsst jetzt entscheiden, wo ist unten, also quasi die dritte Schicht. Die mittlere wird dann diese Farbe, ja, und die oberste ist dann diese Farbe. Diese drei Schichten, ich habe jetzt da Stecknadeln reingegeben. Man kann auch solche Klammern verwenden, ist also auch praktisch. Und jetzt heften wir diese drei Teile zusammen, dass da jetzt nichts mehr verrutschen kann. Gell? Wir müssen ja schauen, dass das in Position bleibt, schön. Dann brauchen wir zum Heften einen Heftfaden. Gehen wir auf die Seite. Einen Heftfaden und eine, kann ruhig eine bisschen eine größere Nadel sein, eine längere. Das ist nicht so wichtig, aber eine größere ist immer feiner. Aber geht eine feine Nadel auch. Ungefähr, also wir müssen da rundherum heften. Ich nehme da ungefähr einen Meter Heftfaden. Der Heftfaden ist was ganz Spezielles. Der schaut so aus, hat immer so eine helle Naturfarbe. Ist so ein minderwertiger Faden eigentlich, der sehr leicht reißt. Das ist aber gewollt so, weil wir trennen dann diesen Heftfaden zum Schluss wieder auf. Das Ende festhalten. Ja, ungefähr in der Mitte vom letzten Fingerglied locker herum und am besten da überkreuzen. Und dieses Ende vom Faden, das sollte eben nicht zu lang sein, ja, nur so ein Zentimeter. Dann da drauf drücken mit dem Daumen und nach vor wurzeln, also nicht hin und her, sondern nur in diese eine Richtung, bis ich da mit der Fingerspitze beim Daumen angekommen bin. Nimm den dritten Finger dazu und schiebe jetzt diesen Knoten zusammen. Da anziehen und wer hat mit dem Fingernagel und man bekommt dann einen dicken Knoten ganz am Ende vom Faden. Ja, und gibt es jetzt weg. Ich habe da schon einen gemacht bei meinen Faden. Dann schaut ihr, dass oben die Oberkante, die bleibt sichtbar und die soll schön aufeinander liegen. Wenn wir da schauen, das ist die sichtbare Kante, die da beim Reißverschluss oben nur drauf genäht wird. Die anderen drei Kanten hat da Nahtzugabe nach innen. Ja, die sieht man nicht. Also die eine erste Kante, passt sie auf, dass die ganz gerade ist. Fangt sie bei einer Ecke an. Reinstechen und wieder rauskommen in einem Stich und anziehen, ja, ungefähr einen Zentimeter, ungefähr einen Zentimeter vom Rand entfernt, ja, man kann es auch in die Hand nehmen, aber es darf halt nichts mehr sich verschieben, also immer wieder nachkontrollieren, dass diese Kanten schön parallel bleiben und aufeinander bleiben.
Man könnte dann auch, wenn alles passt, mehrere Stiche machen, zwei ganze auf einmal. Das Heften geht recht schnell. Man muss auch nicht sonderlich aufpassen, weil wir es jetzt dann auftrennen. Das ist zum provisorischen Zusammennähen dieser Stofflagen, dass da nichts mehr verrutscht. Jetzt geht es zum Ende zu. Ihr seht die vierte Seite. Ich mache den letzten Stich. Und beim Heften macht man zum Schluss zwei Rückstiche. Rückstiche heißt zurück, also das ist die Nährichtung, zurückstechen und vorne raus. Ja. Und dann das gleiche noch einmal. Zwei Rückstiche, seht ihr das? Eins, zwei. Bisschen anziehen und fertig. Dann kann man ein bisschen einkürzen, dass uns nicht stört. Das ist das Heften. Da macht man keinen Knoten, dass man sich da, dass man auch leicht auftrennen kann. Ja? So, dann kann man die Nadeln rausgeben. So, jetzt weiß ich, das ist die schöne Kante, das ist oben. Dann nehme ich meinen Entwurf und zwar den obersten für die oberste Lage. Dann schaut sie, dass das eine schöne Position in der Mitte hat, dass diese Abstände halbwegs, noch ein bisschen runter, ja, ungefähr so würde ich sagen. Vielleicht hilft uns da die Klammer. Ja. Haben wir noch eine? Wollen wir noch? Eine zweite Klammer. Ist das nicht so verrutscht. So, und jetzt braucht ihr einen Radierstift. Den kennt jeder, ja, da zum Radieren. Dieser Stift ist im Textil ganz praktisch, weil er rückstandslos wieder weggeht, wenn man leicht drüber bügelt. Aufpassen bei dem Material, das ist Kunststoff, da darf das Bügeleisen nicht zu heiß sein. Also höchstens auf der ersten Stufe. Dann sieht man von dem nichts mehr. Aber wir können viel besser zeichnen wie mit der Schneiderkreide. Und dann zeichnet ihr euer Muster auf den Filz. Ich hoffe, der geht jetzt an. So. Also, ihr macht das jetzt einfach so weiter. Und wenn ich fertig bin, bin ich wieder bei euch. Ich bin jetzt fertig mit diesem Abzeichnen. Also aufpassen, dass man wirklich genau arbeitet und nicht schlampig. So, die Klammern können wir weggeben, den können wir weggeben. Das schaut dann so aus. Dann braucht ihr eine Stickschere, eine sogenannte Stickschere. Ganz neu, kann man weggeben. So. Und die ist sehr, sehr spitz und optimal jetzt für diesen Filz zu schneiden. Ja, es ist klein und sehr spitz. Man kann da so reinfahren in den Filz und da wischt dann nur eine Schicht. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht zwei Schichten erwischt, also nur die rote Schicht ausschneidet. Aber das funktioniert sehr gut. Da wird es jetzt eng mit dem Heftfaden. Den Heftfaden dürfen wir natürlich nicht abschneiden. Euren Strich, den könnt ihr eher mit ausschneiden. Ihr seht, ich schneide auf der Seite vom Strich. Ja, immer kleine Stücke, vorsichtig. Meine Schülerin hat es auch mit der Nagelschere wunderschön hinbekommen. Es dürfte auch gehen, weil die ist auch so klein. So. Also das wird jetzt wieder ein bisschen länger dauern. Wir sehen uns dann, wenn ich da fertig bin. So, ich habe jetzt es ausgeschnitten. Schaut so aus. Jetzt gibt es
Ihr könnt jetzt das zweite gleich machen, also den zweiten Teil von der Papiermola auf die grüne Schicht legen, schauen, dass es da reinpasst und ihr könnt es abzeichnen. Man könnte es auch danach machen, dass man es zuerst die erste Schicht annäht und dann diese Schicht das aufzeichnet. Das ist eigentlich egal. Ich hoffe, dass ich da jetzt schön die Mitte erwische. Man könnte auch, wer will, auch freihändig was zeichnen. Ich probiere es das jetzt so. Wenn irgendwas nicht richtig auf der richtigen Position ist, dann kann man es eben einfach mit dem Bügeleisen lauwarm einstellen und einfach den Strich mit dem Bügeleisen wieder weggeben. Ich mache das jetzt auf die Schnelle. So, schauen wir es. Ja, man könnte es nur korrigieren, das ein bisschen verschieben. Da noch ein bisschen rein. Ja, das werden wir jetzt noch machen, dann sehen wir uns wieder. Also ihr seht, ich habe das jetzt ausgeschnitten. Das mache ich dann später ausschneiden. Ich habe jetzt die zweite Schicht eben da zumindest zum Teil schon ausgeschnitten. Normalerweise näht man vielleicht doch zuerst das fest und schneidet, also und dann zeichnet und schneidet man den zweiten Teil. Ich zeige euch jetzt den Stich. Man nimmt immer die Farbe von dem Filz, den man festnäht, die Farbe, also es wird jetzt da rot nehmen. Ich nehme jetzt einen schwarzen Faden in der Hoffnung, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Also ungefähr 2 mm vom Rand entfernt. Ihr könnt es irgendwo anfangen. Der Faden ist einfach und ihr habt wieder einen Wurzelknoten zum Schluss. Dass da nichts rausschaut, hinten rein. Ja. Und jetzt schaut ihr da, im rechten Winkel zu dieser Kante, da stecht sie dann im grünen rein und kommt 2 mm weiter vorne und 2 mm vom Rand entfernt raus. Ich muss auch jetzt noch schnell zeigen, wie man, wenn man jetzt da den Faden, entweder der Faden ist fertig oder ihr habt die Runde fertig genäht, dann müsst ihr den Faden fixieren. Und zwar stecht sie dann, seht ihr das, an der Kante vorne in den, also unterm roten einstechen und also versteckt unterm roten im grünen einen ganz kleinen Stich machen und einen Vernähknoten. Das heißt, wieder zweimal durch die Schlaufe spannen, setze das, dann vielleicht das noch einmal machen, ein zweites Mal und dann könnt ihr den Knoten, der entsteht, da unten rein, also irgendwo hinstechen, ja, denn den Knoten, den wir gemacht haben, unten reinziehen und da abschneiden. Dann habt ihr es schön vernäht und es haltet. Okay? Dann macht man mit dem dritten dann weiter mit dem Täschchen nähen. Also da einfach alles annähen und da dann eine grüne Farbe nehmen oder eben diese Farbe von eurem zweiten Teil. Ja, dann bis zum nächsten Mal.